Hallihallo Leute, heute schauen wir uns diese wunderschönen Kopfhörer an. Ja. Ja, Leute, das ist von Beyerdynamic, gell? Kennt ihr eh, oder? Die Company Beyerdynamic macht Professional Audio Stuff und so. Ja, Spaß beiseite, das sind wohl echt die kackigsten Kack-Kopfhörer, die ich seit langem irgendwie in meinen Händen hatte. Und Beyerdynamic war so freundlich, mir die nicht zum Review zu geben, sondern habe ich mir selber gekauft. Eigentlich war ich mal ein Fan von der Firma, aber das hat sich wirklich geändert nach diesem Produkt. Ich habe dann auch die Firma angeschrieben, habe mit denen ein bisschen geredet und dort ist wirklich durchgekommen, dass es ein ziemlicher Scheißverein ist und vor allem auch die Marketingabteilung richtig räudig ist von denen. Aber ja, was ist es jetzt, was wir hier haben? Erstmal, wie gesagt, ich bin Fan von Beyerdynamic gewesen und habe mir 2012 in San Francisco auch die DT880 Pro gekauft, welche leider nicht mehr funktionieren. Da die Verarbeitung jetzt auch nicht so toll ist. Ich meine, die müssen ja auch irgendwie halt auf den Preis kommen. Und um auf den Preis zu kommen, ja, ist die Verarbeitung dann nicht so mega toll. Dafür kann man halt Sachen kaufen, um sie zu reparieren. Aber jetzt wollen wir mal auf das hier eingehen. Was wollten die damit machen, die Jungs? Die Jungs wollten damit in den DJ-Markt eintreten oder so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, für wen diese Headphones sind, weil, die sind eigentlich auf jeder Linie fast in allen Aspekten scheiße. Also zum Zocken scheiße, zum Musik machen scheiße. Für was sind die Dinger? Okay, warte mal, schauen wir mal hier drauf. Ah, für Hipster. Okay, gut, Beyerdynamic, danke. Jetzt verstehe ich, was ihr wollt, okay? 16 Plates for Special Design, yeah! Nee, die Dinger klingen wirklich nach Grütze und, wartet mal kurz einen Moment. Hier mal zum Vergleich. Headphones, 25 Euro, Top Sound Qualität, 5 Millionen mal besser als Beyerdynamics Schrott und kostet gerade mal, ein Bruchteil von den Beyerdynamic, weil jetzt kommt's. Wie viel kosten diese Headphones? Vielleicht 50 Euro? Oder vielleicht 70 Euro? Nee, 150 Euro. Sie wollten in das gleiche Preissegment wie die HD25 von Sennheiser, was man auch eben schön sieht an dem Produktdesign. Also, lass uns doch jetzt mal den Karton zusammen öffnen. Um die tolle Experience von Beyerdynamic zu genießen. Schau mal, enjoy. Gar nichts enjoy. Finde ich nämlich wie totale Grütze, die Dinger. Okay. Hier haben wir die Teile. Eins muss ich ihnen lassen. Es ist ja nett, dass sie ein Hardcase mit reinpacken, okay? Das ist wirklich lieb von ihnen. Aber leider sind die Headphones da drin halt auch kacke. Und warum sind sie kacke? Weil sie sind nicht wirklich linear. Sie klingen aber auch nicht wirklich gut. Und bei Headphones, da gibt es eigentlich nur diese zwei Seiten. Entweder du hast einen natürlichen Klang, der dir hilft, gute Arbeit zu leisten und schöne Musik zu machen oder gut abzumischen, etc. pp. Oder du hast eben nicht so den linearen Klang, wie zum Beispiel bei diesen Dingern hier, wobei die immer noch okay sind, also die sind jetzt nicht total übertrieben gefärbt, aber halt auch nicht total linear. Die klingen aber halt wenigstens schön, also mit denen hat man wirklich, ja, Momente der Inspiration, würde ich sagen. Kann ich leider von diesen Dingern nicht behaupten. Wenn man die aufsetzt, dann kriegt man wirklich einen Krampf. Und jetzt kommt's, okay? Sie haben einen relativ starken Anpressdruck. Und dieser starke Anpressdruck führt leider zu so ungefähr dem ungemütlichsten Kopfhörererlebnis, was ich seit verdammt langer Zeit irgendwie erlebt hatte. Mir hat mein Kopf wehgetan nach einer halben Stunde. Meine Ohren haben mir wehgetan. Die Dinger pressen sich auf den Kopf wie sonst immer was. Und sorry, andere Firmen haben das besser gemacht. Siehe Sennheiser HD25 Classics. Und die kosten auch 150 Euro. Bei denen ist das aber so, dass das einen guten Grund hat, dass die 150 Euro kosten. Die klingen nämlich gut, haben einen Anpressdruck, der einigermaßen menschlich ist und dir nicht gleich den Schädel zerdeppert. Und
machen Spaß, deswegen verkaufen sie sich. Und das hier war natürlich ein Flop für die Firma. Ja, wundert mich jetzt nicht, weil solche tollen Features wie: Schau mal hier, hier kann sich noch eine zweite Person einstöpseln, schau mal, zwei Klinken. Durch diese zwei Klinken kannst du in einem Zug sitzen oder was und kannst Musik hören auf scheiß Quali und eine andere Person kann sich von links bei dir einstöpseln oder von rechts und kann auch scheiß Quali hören aus dem scheiß Output da. Also, mit solchen Ideen, sorry Bayer Dynamic, ihr seid echt auf dem Holzweg mit den Dingern. Und, ja, wie gesagt, dann auch noch voll die freche Marketingabteilung, die nicht so das Konzept von Online-Marketing überhaupt noch nicht verstanden haben. Aber egal, das ist eine Story für eine andere Geschichte. Ja, hier haben wir das Manual. Bim, der braucht schon ein Manual für so einen Schrott. Und ja, das hier sind auf jeden Fall die schlechtesten Headphones, die ich seit Jahren gehört habe. Es mag daran liegen, dass ich mir nur relativ hochqualitative Headphones aufsetze, aber ich achte immer darauf, verschiedene Headphones zu benutzen. Also zum Beispiel hatte ich die PX102 von Sennheiser, die ich absolut liebe. Okay, die Kosten haben 40 Euro gekostet, 50 Euro gekostet und hatten einen stellaren Sound und sind definitiv in den Top 10 Headphones, die es überhaupt zu kaufen gibt. Auch wenn sie relativ Hi-Fi sind, nicht linear. Die waren einfach super, okay? Und das waren meine Travel-Headphones. Die habe ich benutzt, zum Beispiel halt, wenn ich unterwegs war und einfach nur auf dem Handy Musik gehört habe oder mal einen Film angeschaut habe oder so. Perfekte Headphones for this, aber ja, das ist bei denen hier einfach nicht der Fall. Das ist ein kompletter Fail auf allen Linien. Und dass ich dann irgendwelche beschissenen Plates, wie zum Beispiel dieses tolle Design, Dynamic, kann ich mir dann da rein machen, indem ich das irgendwie halt öffne und reinstecke. Sorry, aber erstmal Hipster-Scheiß und zweitens brauche ich nicht. Ja, absolut, kauft euch den Schrott nicht, okay? Kauft euch den Schrott nicht mal für 40 Euro, da eben die August 650 oder EP 650 tausendmal besser sind. Und ja, leider ein Fail. Totaler Fail. Das gilt nicht für die DT-Serie, okay? Aber diese hier und wie gesagt, auch ein dickes Buh an Bayer Dynamic dafür, dass ihr so kacke seid. Also, ja, ich lasse euch einen Link für diese Headphones in der Description, weil die kann ich empfehlen und ja, die sind gut, die kosten nicht viel, die sind toll, mit denen kann man gut zocken, mit denen kann man auch gut Film gucken und die hier, die tun weh. Also, bis zum nächsten Video, ciao Leute, ihr müsst unbedingt ein Like da lassen und ihr müsst unbedingt subscriben. Also, bis dann, ciao.